Unsere Tour durch einige Dönerläden in Hameln beginnt zur Mittagszeit in der Fischfortenstraße. Wir wollen zeigen, wie das jeweilige Angebot aussieht, welche Zutaten kommen in die Dönertasche und am wichtigsten, was kostet der Döner? Ja, hallo, ich heiße Barisch vom Bodrum-Team. Ne? Wir machen das Eigendöner seit 35 Jahren, immer gleiche Rezept. Seit über 30 Jahren kommen die Leute hier, deswegen unsere selbstgemachte Döner. So, eigene Produkt, selbstgemachtes Döner, 7,50 Euro. Weil die Hähnchendöner, wenn einer kauft, 1 Euro ist günstiger, 6,50 Euro. Weil es teuer, ne? Das 100%ig Fleisch ist, selbstgemachtes, Selbstbearbeitung. Ne? Natürlich muss Qualität ein bisschen mehr bezahlen. Ne? Und wir wechseln jetzt die Dönertheke. Von der Innenstadt geht's rüber auf die Deisterstraße und zu einem weiteren beliebten Dönermann in Hameln. Hallo, ich bin Ahmad Baluch. Seit 20 Jahren bin ich Dönermann in Hameln. Unser Döner ist ein speziell originaler Döner. Also Döner ist Kalbfleisch original und Hähnchen. Wir machen seit 20 Jahren unser alles selber, Brot wir backen selber, täglich, jeden Tag. Also die Soße, Cocktailsoße gibt es auch seit 20 Jahren, so lange Baluch gibt es. Das ist Standardsoße, scharfe, süßscharfe Soße, Aioli, Tzatziki, Joghurt, Natur. Und natürlich so schöne gemischte Salat. Damals gab es Döner noch 3 Euro oder was? Ja, da gab es damals Döner 3 Euro. Diese Preis leider gibt es nicht mehr. Warum? Wie viel kostet jetzt Döner? Es kostet 7,50 Euro. Warum hat sich so entwickelt? Ja, entwickelt, weil Fleisch natürlich ist sehr teuer geworden. Unsere Döner und natürlich Strom und Gas. Natürlich ist das ganze Spieße, Gas, alles mit Gas funktioniert. Unsere Ofen, wo wir backen unsere Pizza und Brot, ist alles mit Gas. Weiter geht's auf unserer Dönerladentour und zwar zum Bahnhof. Hier gibt es an der Ecke einen Imbiss, der ebenfalls in Hameln sehr bekannt ist. Hallo, guten Tag. Nichiban ist hier von Hackis Imbiss. Was ist dein Lieblingsdöner? Was würdest du nehmen? Genau, ich nehme nur Kalb mit Cocktailsoße und mit viel Zwiebeln. Ein Döner-Tasche kostet im Moment 7 Euro. Okay. Kann sein, es noch teuer werden. Wie kommt es zustande, dass immer mehr bezahlt werden muss für einen Döner? Woran liegt es? Das liegt um unsere Politiker, was wir hier in Deutschland haben gerade. Also über alles ist übertrieben, alles teuer geworden. Strom, Gas, Miete, das kann man nicht rechnen. Bei allen Dönerläden auf unserer Tour fällt auf, alle Zutaten sehen immer frisch und lecker aus. Qualität hat anscheinend seinen Preis. Letzter Halt auf unserer Dönertour heute ist auf der Kaiserstraße. In diesem Geschäft gibt es auch wieder zwei Spieße, die sich drehen und jede Menge Zutaten. Ich bin Arbeiterin von Berlin Döner. Also wir haben Kalbfleischspieß und Hähnchenspieß. Beide schmecken lecker. Ja. Ich esse selber. Du magst es selber. Ja. Ein Dönertasche kostet 7 Euro, aber werdet schön satt. Ja, und das ist ja am Ende das Wichtigste. Guten Appetit.